Hallo, liebe Aufwach-Community. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und habe für euch heute natürlich wieder eine ganz besondere Frau. Eine Frau, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber ihr werdet sie jetzt kennenlernen und ich denke auch lieben lernen. Es ist eine Frau mit ganz, ganz viel Herz. Es ist Stefanie Fieler. Herzlich willkommen, Stefanie. Ich danke dir, Ines. Ja, ich freue mich wirklich sehr, dass du der Einladung gefolgt bist. Und Stefanie ist Mentorin für Körper, Geist und Seele. Und ihr Weg war nicht immer der leichteste. Und sie hat ihn aber, oder geht ihn immer noch, oder ist ihn gegangen und geht ihn immer weiter. Und ja, ich finde, ihre Geschichte macht einfach Mut. Und seit 2018 hat sie auch den Sprung wirklich in eine Freiheit gewagt und sich auf die Füße gestellt, alleine auf die Füße gestellt, unabhängig von irgendwelchen Arbeitgebern. Und ich finde, hört euch es einfach an und ich denke, ihr könnt euch ganz, ganz viel daraus nehmen. Ja, Stefanie, vielleicht möchtest du dich kurz vorstellen und was zu deiner Person sagen, weil ich finde deine Geschichte wirklich echt spannend und richtig toll. Und ja, du bist eine Frau mit so viel Herz und du solltest es einfach ganz weit raustragen. Danke, Ines. Ganz, ganz klasse. Danke für die super Einladung. Und als noch nicht namentlich Bekannte und so viel Vertrauen mir zu schenken, danke, danke, danke. Ja, meine Geschichte, zu meiner Geschichte. Ich habe sehr, sehr, sehr viele Spiegel in meinem Leben gebraucht. Unterschiedlichster Art. Gott sei Dank noch keine Krankheit, also keine wirklich einschneidende Krankheit, aber doch sehr viel Schmerz, emotionalen Schmerz, bis ich dahinter gekommen bin, wirklich auf meine Impulse zu hören, auf mein Inneres zu hören und auf mein Herz zu hören. Und die Reise fing an, ja, also vor nicht ganz 10 Jahren, wo ich angefangen habe, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich stand auf meiner Waage. Ich war gerade kurz vor einem Urlaub, also ein Urlaub war es gar nicht so richtig, also war es ein Trainingslager von meinen Mädels, die alle Leistungsschwimmerinnen waren. Und wir waren kurz davor, in die Türkei zu fliegen. Und ich stand auf meiner Waage und die zeigte 148 Kilo an. 148 wow. Kilo. Das ist eine starke Zahl. Allerdings, und ist ganz gut verteilt, also sind auch weibliche Rundungen dabei gewesen, also hätte mir keiner geglaubt, dass es halt wirklich so ernst ist und das hat mich so sehr zurückgeworfen oder auf mich zurückgeworfen, dass ich angefangen habe zu überlegen, warum ist das so? Wieso passiert dir das? Was will es dir sagen? Das kann doch nicht sein. Und ich stand halt vor der Entscheidung, mich jetzt endlich mit meinen Themen und mit mir selber zu beschäftigen, mit dem Schmerz, der in mir war, ja, oder halt in eine Depression zu verfallen. Mhm. Ich bin bis dahin halt nach außen hin gesehen, total, also alle haben gesehen, dass es mir eigentlich gut geht. Ich war überall beschäftigt, ich war Vollzeit angestellt. Ich habe 3 fantastische Kinder, die ich ja nun immer noch habe, also wirklich auch gut bespielt. Ich war in einer Partnerschaft und Ehe, die nach außen hin super aussah. Die war auch super, also super auf der Freundesebene, aber halt nicht auf der emotionalen. Also alles, was ich emotional für mich gebraucht habe, halt auch. Sei es Gespräche gewesen, ne, waren es Gespräche oder irgendwelche, ja, Impulse, habe ich mir woanders geholt. Und das kam natürlich alles on top, on top, on top. On top zu 3 Kindern, on top zu einem Job, on top zu einem Studium, was ich zu der Zeit gemacht habe und on top zu allem Möglichen. Und manchmal habe ich da gestanden und nachts um 2 nicht nur gegessen, sondern auch die Bude noch gewischt. Ich weiß nicht, ob das werden etliche Frauen hier halt kennen. Und ab diesem Zeitpunkt, das war wirklich so ein Knall, bin ich in dieses Trainingslager. Ich habe tatsächlich auch ein Bikini angezogen, habe dann jeden Tag was gemacht, habe eine Entscheidung für mich getroffen, dass es mir auch gut gehen darf. Also, dass ich auch es wert bin,
also für mich halt mal da zu sein. Und ich habe in diesem, wir waren 10 Tage da mit den Kindern und ich habe kein Leistungsschwimmen mitgemacht, habe ich tatsächlich 17 Kilo abgenommen. Und das war für mich ein Startpunkt. Also ein, richtig, genau. Aber dann siehst du mal, wie viel da reingewandert ist, damit das halt überhaupt zu halten war. Ne? So, das muss man ja mal so sehen. Und dadurch, dass ich da total versorgt war, also all-inclusive, konnte ich die ganze Zeit Salat essen und was weiß ich, mich bewegen. Ich hatte halt keine anderen Verpflichtungen. Und da fing das so an. Und da habe ich angefangen, ja, mich selbst wertzuschätzen und mich selbst mit mir selbst zu beschäftigen. Und nicht nur immer für alle anderen zu sein. Also nicht immer nur lieb gehabt werden zu wollen, für andere da zu sein. Ich habe das schon immer, also andere sehr gut beraten, in Lebensthemen, in Arbeitsthemen, in Beziehungsthemen. Aber bei mir habe ich halt nicht geguckt. Du hast allen alles recht gemacht, nur dir selbst nicht. Ganz genau, das ist richtig. Und dann durfte ich halt lernen, dass halt ein Nein im Außen, ja, dieser Spruch, der uns ja irgendwie allen bekannt ist, aber dass das wirklich so ist. Also, dass das halt wirklich ein Ja zu dir selbst ist. Und dass, wenn man nicht den Kuchen selber backt, auch wenn man das gerne tut, dass das gar nicht schlimm ist. Dass man auch Hilfe annehmen kann, dass man auch mal Nein sagen kann, wenn Menschen was von dir wollen. Und das ist bestimmt auch ganz, du wärst genau die Richtige. Aber du hast halt jetzt im Moment mit dir zu tun. Und das habe ich Stück für Stück für mich gelernt. Und dann kamen natürlich ganz, ganz viele Sachen. Ne? Also ganz viele Schubladen sind aufgegangen. Ich habe viele Themen bearbeiten dürfen, auch durch viele Ausbildungen, die halt natürlich erstmal ja, mich selbst wieder zu mir zurückgebracht haben und da natürlich Blockaden, Fesseln, nenn es wie du willst, aufgelöst haben, um dann natürlich mit dieser Technik noch besser andere Menschen unterstützen zu können. Aber anders. Und zwar anders. Warum anders? Weil es nicht mehr aus einem Mangel heraus war. Also nicht, um lieb gehabt zu werden und die Beste zu sein und immer allen das Recht zu machen, sondern ich war ab einem gewissen Zeitpunkt heil in mir, also ganz in mir. Ich brauchte diese Liebe halt nicht mehr von außen. Und es ist so ein fantastisches Gefühl, also da sein zu können für andere, aber sich nicht auffüllen lassen zu müssen, weißt du? Ja. Und weil man dann noch wirksamer wird, ja? Dieses super Bild aus dem Flugzeug, ja, kennen wir alle, hallo, nehmen sich die Maske zuerst und versorgen Sie nicht Ihr Kind. Wenn man das aber wirklich mal für sich macht, also wirklich für sich sorgt und wirklich anfängt, sich halt auch zu lieben und zu sehen, wie toll und einzigartig man ist, dann gerät man automatisch in eine höhere Schwingung. Und diese höhere Schwingung, alles ist Energie. Jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat natürlich, aber halt jeder Gedanke und alles, was ich über mich selbst denke, an Wertschätzung, das erhöht meine Energie. Und wenn ich energetisch höher schwinge, dann kommen automatisch energetisch höhere Dinge zu mir. Und das ist so, also so die Erfahrung, die ich machen durfte. Alles, was man sich nicht vorstellen konnte, ne, bis zu diesem Punkt. Und guck mal, ich habe dann noch lange gebraucht und ich brauchte ganz viele Spiegel, auch noch einen Spiegel eines Arbeitgebers, der mich ganz, ganz unfair, also wirklich unfair, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass er das getan hat. Also da bin ich auch immer schneller in die Dankbarkeit gekommen. Sehr, sehr unfair, ja, bei sich entfernt hat, nach sehr, sehr vielen Jahren und sehr, sehr viel Einsatz, den ich gezeigt habe. Aber du kannst halt ab einem gewissen Punkt, kannst du die Spiegel erkennen. Und wenn du dich immer fragst, wenn du immer halt wirklich eine Grundeinstellung hast, dass das Leben dir was Gutes möchte, egal was da kommt, ja, egal ob es eine Krankheit ist oder wie bei mir diese Kündigung, wenn man sich fragt, was hat das mit mir zu tun? Was will es mir sagen? Warum habe ich mir das kreiert? Warum habe ich mir das manifestiert? Warum habe ich mir das ins Leben gezogen? Dann wird es richtig geil, weil
dann hast du jedes Mal die Möglichkeit, das wirklich zu ändern, weil alles andere macht dich hilflos und du bist nicht selbstbestimmt unterwegs und du kannst dich hinsetzen und schimpfen und meckern und alle möglichen Leute verfluchen und wie gemein das nun ist, aber du kommst ja kein Stück weiter. Das kommt ja immer wieder, erst wenn du dich damit beschäftigst, was das mit dir zu tun hat. Und das durfte ich also auch in den folgenden Jahren halt ja, für mich erkennen. Also etliche Trennungen, etliche Menschen, die nicht zu mir gestanden haben. Aber irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe so die Schnauze voll. Ich möchte das nicht mehr erleben. Ich gucke jetzt hin. Und ich habe begriffen, also das war wirklich so, hallo, was ist jetzt los? Wie soll jemand zu mir stehen, wenn ich selbst nicht zu mir stehe? Und das war so, also ne, das waren so Punkte, boom, ne, da ging es dann wirklich voran. Ja, die Arbeit mit sich selbst ist ja immer wirklich die schwierigste, die man zu bewältigen hat. Doch das, wenn man das mal geschafft hat oder einen Teil davon geschafft hat, dann ist es eine richtige Erleichterung. Ich habe da so einen Spruch, der mich da auch immer begleitet, weil du das erst gerade mit den Lieben gesagt hast. Ich sage immer, ich liebe und wertschätze mich so, wie ich bin. Ja, und das ist so, wenn jemand auf mir rumhackt oder meint, es muss anders gehen, dann gehe ich ein Stück für mich zurück und sage mir den Spruch innerlich, ich liebe und wertschätze mich so, wie ich bin. Und das hat mir schon so viel Kraft gegeben, um auch vorwärts zu gehen. Ja? Und eine ganz liebe Freundin hat mir auch gesagt, du musst immer überlegen, möchtest du oder musst du? Ja? Und alles, was du möchtest, geschieht mit der Herzenergie. Ganz genau. Und das kommt halt, dann kommst du so in so eine Leichtigkeit. Ja. Also tatsächlich ist das so, wenn ich schwierige Sachen, also no, ich meine, du hast manchmal Angst, ja, also Herausforderungen, dass man denkt, wow, habe ich noch nie gemacht, wie kriege ich das hin? Das hat jeder. Also da können wir noch so erleuchtet, bewusst oder wie auch immer sein. Das kommt, aber ich stelle mich immer hin und denke, okay, ich sehe dich, ich respektiere dich, aber es ist mir scheißegal, was du denkst. Und dann wird es leichter. Ja. Ja? Dann wird es tatsächlich leichter. Ja, Leichtigkeit ist ja auch das Thema von dem Kongress. Und ich sage mal, es ist wirklich wichtig, dass wir lernen, uns zu akzeptieren, aus unserem Innersten heraus. Und dann kommt auch die Leichtigkeit. Dann lässt sich einfach nicht mehr aufhalten. Dann ist die Tür offen. Ja? Auf jeden Fall. Also ich denke halt auch, in die Leichtigkeit können wir nur kommen, wenn wir uns selbst vertrauen. Also wenn wir halt wirklich die Impulse, die kommen, die ja dann sofort über unseren Kopf gehen, sage ich mal, es kommt ein Impuls, ich muss einen Flug buchen nach New York. Und du denkst, warum soll ich das machen? Wo soll ich die Kohle hernehmen? Was soll ich da? Ja? Diesen Impulsen aber wirklich zu folgen, den Flug zu buchen und dann neben deinem Traumpartner zu sitzen, ins Gespräch zu kommen oder einem Geschäftspartner oder whatever. Wir wissen halt immer nicht, was halt genau uns erwartet. Und kriegen, bloß um neben Traumpartner zu sitzen. Was auch immer. War schon ein bisschen übertrieben. Aber das ist ja häufig so. Du sagst, ich muss die Stefanie mal anschreiben oder die Steffi mal anschreiben. Ja, und dann machst du es und jetzt sitzen wir hier. Ja, das genau, war ja auch so. Du schreibst solche tollen Texte, ja. Und das ist mir aufgefallen in der Facebook-Gruppe, wo wir gemeinsam sind. Und dann habe ich gedacht, die Frau muss ich unbedingt kennenlernen. Und jetzt bin ich so dankbar, dass du bei mir vor dem Bildschirm sitzt, weil ich finde, du hast so unglaublich viel zu geben. Und ja, du hast mir erst schon verraten, dass dein erstes Buch so langsam in Druck kommt. Ja, das Exposé ist abgegeben. Oh, und ich habe mir ist richtig. Die ersten Texte, wo ich von dir gelesen habe, habe ich erstmal gegoogelt, ob du vielleicht schon irgendein Buch geschrieben hast, weil ich finde, du hast so viel zu geben und du musst unbedingt ein Buch schreiben. Und heute erzählst du mir, du hast das erste Exposé abgegeben. Super. Genau. Richtig gespannt. Ja, und das wird auch was. Also bei meinem Wunschverlag. Und ich habe auch einen Termin, also den ich mir manifestieren möchte. Buchmesse ist ja im Oktober, aber im September könnte das schon ganz gut sein. Es wird auch ein Impulsbuch, also tatsächlich, weil ich bin eine Scanner-Persönlichkeit. Also ich habe viele Scanner-Persönlichkeit, wisst ihr, was das ist? Also wenn man viel interessiert ist. Ja, von vielen Menschen ist das ja, sage ich mal,
geachtet oder halt nicht so wertgeschätzt, weil halt gesagt wird, Mensch, ist Kinder, dann springst du, dann, ne, du beschäftigst dich heute mit dem Thema und morgen mit dem. Aber für mich, also mir selber gibt das unheimlich viel, weil ich bin Visionärin, weil ich so für meine Arbeit auch immer die Vision brauche. Und die Vision ist halt nicht so ganz tief bis ins letzte Detail. Ich verliere dann irgendwann die Lust. Ja, also es wird wahrscheinlich, nee, ich sag das jetzt nicht, weil sonst darf es vielleicht nicht sein, aber vielleicht wird es auch mal ein Buch in der Tiefe geben, aber ich liebe halt wirklich die Impulse. Und dann halt knackig mit Klarheit und in Herzenssprache, so dass was passieren kann beim Gegenüber. Und so, dass dann wirklich so, da gucke ich jetzt mal hin. Jetzt sind mir die Tränen gekommen. Jetzt hatte ich ein Pieken in der Brust oder im Bauch, ein Stein. Das ist das, was ich geben möchte. Und nachlesen kann man bei so fantastisch tollen anderen. Ja, jetzt weiß ich auch, warum wir uns gefunden haben, weil ich wusste bisher nichts von Scanner-Persönlichkeiten. Aber wenn du das so erklärst, dann bin ich glaube auch eine. Weil ich ja, auch immer das ist so. Auf neue Impulse, und ich denke, es gibt so viel, was man lernen kann. Und für mich ist jeder Tag, wo man nichts lernt, ein vergebener Tag. Ja, das ist richtig. Also das ist für mich auch so, aber man muss natürlich das auch aushalten können. Ne? Ich habe schon viel, viel mit Menschen zu tun gehabt, auch im wirklich engen Freundeskreis, die gesagt haben, Mensch, das ist natürlich auch anstrengend für viele. Ne? Also das bedeutet für viele ja auch, keine Ruhe zu haben. Hallo, warum liest du nicht mehr so ein Buch? Warum beschäftigst du dich nicht mehr? Warum guckst du nicht mehr Fernsehen? Ja, weil mir das halt wirklich nichts gibt. Genau. Und das darf halt auch sein. Und ich habe ganz, ganz lange Zeit gedacht, das darf nicht sein. Also das ist nicht gut, weil so viele andere sind ja ganz anders. Ja, ja, aber das ist, zu mir hat jetzt auch mal jemand gesagt, wenn bei euch nie der Fernseher läuft, was macht ihr denn da abends? Genau, was machst du denn eigentlich? Ja. Ines, ja. Was machst du denn da? Ja, ich lese Bücher, ich spiele mit meinem Sohn. Dann kommen mir Ideen und dann schreibe ich die auf. Und ja, aber das ist genau das, wo eine Freundin hat immer zu mir gesagt, eigentlich kann man mit dir überhaupt nicht reden. Wenn man dir irgendwas erzählt, ein Problem, eine Herausforderung, du hast sofort eine Lösung. Passiert gleich irgendwas, ganz genau. Ja, das kennen manche wirklich nicht aushalten. Also die wollten einfach nur erzählen, die wollten einfach gar keine Lösung. Ja. Ja, genau, das ist so. Ich meine, da können wir uns ganz bestimmt, da versuche ich mich halt auch so beim Schreiben oder halt auch bei der Begleitung von Menschen zurückzuhalten. Also ich kann sehr anpieksen, weil ich nicht nur durch die Arbeit mit der geistigen Welt, also mit der fünften Dimension, sondern halt auch schon immer Sachen sehr klar sehen, spüren. Also das ist eine Begabung und halt dann auch in Worte fassen kann. Nur wenn derjenige dann halt nicht reagiert, dann ist es auch okay, weil das ist natürlich auch, man muss die anderen halt auch so oder darf sie so belassen, wie sie sind. Ja. Also wenn wir halt dann den Plan haben, dass alle den Fernseher ausschalten, also das muss gar nicht sein. Jeder darf den Weg halt selbst für sich finden. Ne? Ja. So. Aber das finde ich halt so spannend an diesen halt wirklich Impulsen. Und mit deinem Format hier setzt du ja auch Impulse, dass du halt wirklich sagst, hey, guck mal, das Thema ist interessant, guck dir die mal an. Ne? So. Und dann gibst du ja auch ab. Ne? Und das ist freiwillig. Also jeder kann da freiwillig wählen. Genau, das ist wie ein buntes Buffet. Ja? Dort kann sich jeder bedienen, wer möchte. Und der hat die Chance dazu. Genau. Ja? Und das ist, ich finde das auch einfach wichtig, also solche Impulse, weil es ist ja nicht jeder gleich. Und jeder geht seinen eigenen Weg. Und jeder sollte und muss seinen eigenen Weg gehen. Ja? Ja, das ist so. Aber da sagst du was Schönes. Also jeder muss ihn halt auch wirklich gehen. Also in der Begleitung von Menschen fällt mir halt immer auf, dass halt auch gerne die Verantwortung abgegeben wird. Dann hast du Geld bezahlt, dann hast du einen Ausgleich geschaffen, dann hast du dir Zeit genommen und dann sitzt du da und sagst, okay, also jetzt wird ja wohl was passieren, ja? Nein, es passiert erst was. Also ne, diese Menschen, die da an unsere Seite treten, wen auch immer du dir aussuchst, die können dir einen Raum schaffen, die können dir die Energie halten, ja, wenn nur gerade, wenn wir gemeinsam durch Ängste gehen, aber gehen musst du. Ja. Und
auch auf deine Vision. Also wenn du ein Herzensthema hast und willst ein Business starten, also gehen musst immer du. Ja? Ich kann einen schönen Arbeitszettel für dich haben, mit fantastisch gestaltet, mit einer wirklich tiefen Botschaft, aber machen musst du ihn. Und das ist halt auch nochmal so ein Tipp, halt wirklich sich das wert zu sein, sich die Zeit zu nehmen. Ja? Jeder, der sich das hier anguckt, hat schon gehört, dass Meditationen vielleicht helfen können. Yoga ist ein ganz tolles Ding. Bücher lesen, Videos gucken, alles Mögliche. Aber du musst es auch tun. Also, und dann musst du es oder darfst du es auf dein Thema anwenden. Und dann halt auch wirklich, also nicht nur einen Impuls gucken über Ängste, sondern einmal in die Höhle des Löwens reingucken und sehen, dass es nicht so schlimm ist. Und überleben und daraus die Kraft halt schöpfen, weil das ist Energie. Also dann kommt mehr Energie, weil dann hast du es gemacht, du hast es geschafft. Du hast dich gezeigt, du hast überlebt, ja? Ja. Ja, durch die Eigeninitiative merkt man dann, Mensch, ich kann doch, ja. Ich sage immer, wir müssen aus der Mentalität rauskommen, wo wir sagen, in die Arztpraxis gehen und sagen, lieber Herr Doktor, mach mich gesund. Ja, das ist so, aus dieser Mentalität müssen wir herauskommen. Und wenn wir das schaffen, dann wachsen wir auch jeden Tag und dann gehen wir Schritte, an die wir vorher selber nicht geglaubt haben. Ja? Auf jeden Fall. Ja, das ist echt so spannend und ich sag mal, ich habe mich früher auch überhaupt nie gezeigt. Ich habe jetzt erst seit kurzem eine Facebook-Gruppe und habe mich eigentlich auch vor solchen Medien immer gescheut. Ja? Und heute kann ich gar nicht so richtig sagen, warum, weil ich habe so viele wertvolle Menschen über dieses Medium Facebook jetzt schon gefunden, also so wie dich jetzt auch. Also ohne Facebook hätten wir uns nie kennengelernt. Ja? Und ohne den Kongress ganz, ganz viele wertvolle Menschen nicht kennengelernt. Und das ist so wichtig, dass die Botschaften rausgetragen werden, weil ich merke auch in der Aufwach-Community, die sind so viele, die wollen, aber die sich noch nie so richtig trauen. Ja? Aber es sind viele, die sich jetzt auch schon getraut haben und die tatsächlich schon ins Tun gekommen sind. Und das ist so dieses größte Geschenk, was man wirklich bekommen kann, wo man dann sagt, wow, ich habe jetzt das geschafft. Oder ich hatte jetzt eine Teilnehmerin, die hat mir geschrieben, oh, ich habe ein E-Book jetzt rausgegeben. Endlich, so viele Jahre hat es einen Mord. Ja? Und das sind solche Sachen. Oder ich habe auch eine ältere Dame dabei, das ist eine Künstlerin aus Hamburg, die ist über 80. Ja? Und die beschäftigt sich trotzdem mit den Themen. Ich habe solchen Respekt vor solchen Menschen, das ist Wahnsinn. Also das, und was man da alles raustragen kann, was man aber auch zurückkriegt. Ja? Ein Feedback, das ist so unglaublich schön, wenn man sieht, wie sich dann auch jemand entwickelt. Das ist natürlich die Arbeit und das Geschenk, also die eigentliche Wertschätzung unserer Arbeit, wenn wir mit Menschen arbeiten, genau diese Erfolge. Ne? Ich habe jetzt gerade eine Dame gehabt, die sich dem intuitiven Malen halt geöffnet hat. Mhm. Ne? Weil ich gesagt habe, ey, wie viele Botschaften möchtest du noch? Mit dem Normalen, was du da auf deinen Zettel schreibst, verdienst du kein Geld. Also du bekommst keinen Ausgleich. Und sie hat tatsächlich einen Post gemacht, also ihre Seite verändert, ihren Namen verändert. Das war, also sage ich mal, eine Stunde Arbeit. Und sie hatte sofort 20 Aufträge. Mhm. Warum ist das so? Weil das ihr Herzensthema ist. Genau. Weil sie auf einmal in Leichtigkeit schreiben konnte, worum es ihr geht und was man damit kreieren kann und was das für dich bedeutet. Das ist so das Geheimnis. Ne? So, es darf leicht gehen. Nur wir sind natürlich alle mehr oder weniger in Glaubenssätzen oder halt auch so erzogen, dass es schwer ist, also dass es harte Arbeit ist, dass man ganz, ganz viel irgendwo reinstecken muss. Das stimmt so ein bisschen, also weil die Beschäftigung, also ich beschäftige mich ja auch einen ganzen Tag mit vielen, vielen Themen, das ist aber für mich keine Arbeit, das ist Leidenschaft und dann ist es wirklich auch keine Arbeit. Aber auf der anderen Seite denken wir können nur für irgendwas Geld verlangen, weil Geld ist ja im Moment ist auch Energie, also nichts anderes, ein Ausgleichsmittel. Wir können nur für etwas verlangen, was wir uns hart erarbeitet haben. Und dann müssen wir 37 Bücher gelesen haben. Und wir müssen, ich weiß nicht, wie viele Ausbildungen gemacht haben. Das müssen wir aber überhaupt nicht. Wir müssen das wirklich geben oder wir dürfen das geben, was wirklich in uns steckt. Und das ist leicht. Also ich gehe halt häufig in
Begleitung rein oder raus, wo ich denke, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich gemacht? Ja? Und dann ist Applaus und dann sind Sachen gelöst und ich denke, hey, das war das Einfachste und Offensichtlichste, was ich jemals gemacht habe. Mhm. Aber das ist es genau. Das ist es genau. Und da liegt die Leichtigkeit. Und sich zu vertrauen, dass es da ist und dass wir das nutzen können. Ich glaube, das haben uns in den letzten Wochen auch unsere Kinder gezeigt, dieses Homeschooling, ja, was die da, also die meisten Kinder haben mehr aus sich rausgeholt, wie was sie in der Schule aus sich rausgeholt hätten. Und sie haben halt, also so mindestens ist das Feedback, was ich von vielen Seiten bekomme und das merkt man auch an den Kindern. Also die mussten ja noch nie strukturiert da sitzen, die konnten sich ihre Zeit so einteilen, haben ihre Aufgaben zwar machen dürfen, aber haben auch Zeit mal gehabt für die Dinge, die ihnen am Herzen liegen. Das ist ja oftmals durch die Schule gar nicht möglich, weil sie genauso schon in so ein Hamsterrad drinstecken, ja. Und also ich gucke mir das immer so gerne an und wenn dann die Kumpels kommen und da merkst du so richtig, wie mehr Freude ist. Also die haben dann auch Lerngruppen gebildet und ja, und da wusste der eine das und der andere das und letztendlich haben die sich das so erklärt, dass die das auch wirklich verstanden haben. Ja, und haben ganz genau. Und ihre Herzensthemen mit dabei. Da sind wir da, Ines. Also, na klar, also das Schulsystem, ja, das arbeitet halt nicht, also für in gar keine Richtung. Also egal, ob wir Prüfungen angucken, ob wir die Zeiten angucken, ob wir die Zusammensetzung von Kindern da angucken, das ist nicht so, wie es eigentlich sein könnte. Und die Chance dieser Zeit ist ja zu überdenken, also dass man nicht immer nur anwesend sein muss. Und dass man den Kindern und weiter gucken wir in viele Firmen rein. Ich komme ja so aus der Organisationsberatung. Wie geil ist das, dass auf einmal alle zu Hause bleiben mussten? Ja, ich komme halt so aus einem sehr hierarchischen Bereich, sehr, 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 sehr lange Zeit, schon auch mit viel Kontrolle und wenig Vertrauen in die Menschen. Und auf einmal waren bei meinem Ex-Arbeitgeber alle zu Hause. Also so, weil es sein musste. Und vorher musste man kämpfen als Mutti oder wenn du jemanden gepflegt hast, um einen Tag Homeoffice. Auf einmal mussten die das tun. Und ich hoffe und bete, dass das nicht zurückzuschrauben ist, weil man hat gesehen, dass viel mehr möglich ist, wenn man die Menschen ernst nimmt, ja, und wenn man sie als Persönlichkeit sieht und wenn man sie machen lässt. Es muss nicht kontrolliert werden. Und so ist das in der Schule halt auch. Ne? Genau. Und so ist das aber natürlich mit uns auch. Also jeder kann was. Und das finde ich auch so toll an deinem Kongress, dass du halt Mut machst, dass man sich Menschen angucken kann, dass man sich jemanden aussuchen kann. Ne? Ich weiß nicht, wie viele dann jetzt hier schon ausgedrückt haben oder halt auch nicht. Ja, also es ist freiwillig, weil der freie Wille, die freie Entscheidung liegt halt, also das ist das Größte, was man sich halt wieder erarbeiten kann, wieder entdecken kann für sich und was so sehr wertvoll ist. Naja, man resoniert ja auch nicht mit jedem, ne? Das ist ja so. Richtig. Und deswegen genau. Ist es einfach wichtig, dass man ein Buffet hat, wo man sagt, okay, und wenn jemand absolut mit seinem Leben zufrieden ist, dann wird er sich nicht so einen Kongress anschauen, unter Quarantäne. Okay. Ja? Dann hat er gar nicht die Zeit dafür, weil dann lebt er das Leben, was er möchte. Aber alle, die schauen, die sind ja irgendwo auf der Suche. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder so seinen Weg findet. Und dann freue ich mich immer wieder, wenn ich so Menschen entdecke, wie dich jetzt, die ihren Weg jetzt wirklich gehen. Und ja, wenn du sagst, sag mal, von der Waage, ne, wenn die Waage dein Klick war, ist es egal, was der Klick bringt. Ja? Oftmals ist es wirklich so, dass man an eine Grenze kommen muss, egal an welche, und man sagt, und jetzt gehe ich den Weg. Ja? Und manchmal geht man ja auch gar nicht so bewusst. Also man schlägt dann einfach einen Weg ein und rückblickend, also zumindest geht mir das so, wenn man dann zurückblickt, man kommt sich irgendwie vor wie geführt. Ja? Also man hat auf die Impulse gehört, automatisch gehört. Ja? Das ist richtig. Und man kommt sich nicht nur so vor, sondern man ist es. Ja. Das ist falsch. Das war die falsche Wortwahl. Aber das hat,
Ja, okay. Aber das hat natürlich auch, ach Quatsch, keine falsche Wortwahl, Ines, aber das hat natürlich auch so sehr mit Vertrauen zu tun, weil es kommen so viele, die halt sagen, hey, wie machst du das? Wie kannst du vertrauen? Also wie kannst du unterscheiden zwischen dem, was der Plapperkopf hier oben sagt und zwischen wirklich Herzimpulsen? Und Vertrauen ist da. Also das Erste, also ich muss in mich vertrauen und dann muss ich mir natürlich die Zeit nehmen oder darf mir die Zeit nehmen, halt wirklich in mich reinzuhören. Wie viele Menschen und tun das überhaupt gar nicht, weil man sich, also ne, nochmal am Anfang meiner Geschichte, weil ich mich auch immer wieder hinten angestellt habe. Ich bin immer nur ins Bett gefallen, total kaputt, ja, alles erledigt, ja, die Bude war auch noch gewischt, ja. Und die Sachen der Kinder waren ordentlich und alles war gebügelt, also wirklich alles. Aber ich habe halt, ich wusste überhaupt gar nicht, was ich möchte. Und wenn man dann halt sich so die universellen Gesetze anguckt und die kennenlernt und weiß, dass das Universum, also wenn man sich was manifestieren möchte, natürlich auch eine klare Botschaft haben möchte, was. Dann arbeite ich mit Menschen und dann sage ich, Mensch, was möchtest du denn? Ja, also was ich nicht möchte, das weiß ich, aber was ich möchte, weiß ich nicht so genau. Also beschäftigt euch. Lasst uns beschäftigen mit dem, was wir wirklich wollen, weil wenn du eine Botschaft halt hast und du sagst, oh, ich möchte ganz gerne, ich möchte finanziell frei werden, ich möchte einen Partner an meiner Seite haben oder was auch immer, ist ja egal. Dann darf das genauer sein. Wie genau sieht denn dieser Mensch aus? Wie soll er denn mit dir, und ich meine jetzt nicht, ob er Haare hat oder nicht, wie soll der mit dir sein? Und wie ist das Gefühl mit ihm, ja? Oder mit ihr? Oder mit dem Geld? Was machst du denn dann damit? Ja? Und du darfst in dieses unbedingte Gefühl kommen, weil also manifestieren ist ja auch so ein Riesending, also so, ne, was halt im Moment von vielen, vielen Menschen bedient wird oder versucht wird. Oder Affirmationen ist ja dasselbe, ist ja auch manifestieren von einem, also von etwas, was man halt noch nicht ist, aber gerne sein möchte oder wiederentdecken möchte. Du darfst in das Gefühl gehen, du darfst gucken, wie sich das halt wirklich anfühlt. Was machst du denn, wenn du wirklich in der Weiblichkeit bist? Wie bewegst du dich? Ziehst du denn immer noch die Schlipper an, die du im Schrank hast? Mach mal deine Schublade auf. Oder hast du dann was anderes da drin? Zum Beispiel, ja? Hast du dann wirklich noch die Hosen oder hängen da Kleider? Was machst du, wenn du ein gut laufendes Business hast, also wie bewegst du dich? Würdest du dann vielleicht mal ein Video machen? Wahrscheinlich. Würdest du dann eine Facebook-Gruppe machen? Ja, wahrscheinlich. Ja. Also wir dürfen uns in dieses Gefühl begeben, wo wir hinwollen. Und das ist auch so ein Riesenschlüssel, auch wenn wir gesund sein wollen. Ja. Dann dürfen wir schon mal gucken, wie das ist. Ja, wie macht man das denn? Klare Absicht setzen und einfach tun. Sich damit beschäftigen, wie sich das anfühlt. Habe ich noch nie gefühlt, kommt dann. Dann guck dir Menschen an, die genauso leben, oder guck dir Menschen an, die das fühlen. So, und dann mach es nach. Weil dem Unterbewusstsein ist es total egal. Also, ob du es wirklich bist oder ob du nur so tust. Dann Schauspieler, bis du es fühlst. Ja, das ist eine Übungssache. Ganz genau. Wenn ich mal schlecht drauf bin oder irgendwie mich halt doch so Sachen übermannen, wo ich denke, oh nee, das kriege ich heute nicht hin oder wen interessiert das oder das solltest du heute nicht tun, ja, dann bewege ich mich. Dann mache ich mir gute Musik auf die Ohren und dann bewege ich mich. Da ist mir nicht nach, aber hinterher ist mir super geil und dann kann ich die Sachen auch wieder angehen. Also wirklich, es sind Kleinigkeiten, die einen dabei unterstützen, ja, den Herzensweg zu gehen. Naja, man muss sich überwinden. Ja, und man darf auch gerne mal über sich selbst lachen. Und
Das macht es, ich glaube, dann auch aus. Also gerade wie du jetzt sagst mit der Musik und mit dem Tanzen, das hat mir heute früh erst auch eine gute Bekannte erzählt, die hat auch gesagt, wenn es mir nicht so gut geht, ich muss in die Leichtigkeit kommen, ich muss in die Lebensfreude kommen, ich muss. Ich sage, nein, du möchtest. Also okay, ich möchte. Ja. Dann ja, mache ich mir ein gutes Musik an und tanze durch die ganze Wohnung und dann geht es mir hinterher wirklich besser, auch wenn ich keine Lust habe zum Tanzen, aber ich tanze. Ja. Ganz genau so ist das. Oder wenn du dich halt beschäftigst, nimm dir wirklich die Zeit oder nehmt euch die Zeit am Tag, knapst euch die ab und tut euch wirklich was Gutes. Und das Gute muss nicht immer sein, eine Massage oder immer gleich wegfahren oder sonst wie, sondern an den Randzeiten des Tages, also da, wo wir unserem Unterbewusstsein immer noch so sehr nah sind. Also wenn wir aus den Träumen kommen oder dahin gehen, wenn wir schon so ein bisschen schnuckelig sind. Ne? So alles, was du halt mit einer Hypnose erreichst. Ne? Hypnose ist ja immer so ein Riesenwort. Und dann denkst du, wow, was ist das? Magie, Zauber. Ja, aber du begibst dich jeden Tag selbst in diese Hypnosen, in diese Trancezustände. Es ist halt nur etwas, wo du sein kannst. Also wo du halt wirklich im Hier und Jetzt bist, wo du spürst, wo du fühlst und wo du mit deinem hohen Selbst verbunden sein kannst, wo du halt dir keine Gedanken machst um die Rechnung, die schon im Kasten ist oder das, was du halt gerne, was du erwartest, was du noch machen musst oder wo du nicht blockiert bist mit einem Gedanken, der aus der Vergangenheit kommt, ja, der dir Angst machen könnte, der dich halt, ne, so dieses ganze Kopfgequatsche, was dann kommt. Nimm dir die Zeit und geh immer mehr in diese Momente. Such Bilder, die dich inspirieren mit dem Gefühl, mit dem du dich verbinden möchtest. Das sind so alles so Kleinigkeiten, die Mut machen. Ja, meistens hat man ja Bilder im Kopf, die Horrorszenarien sind und die sich dann zum Glück sowieso nie einstellen. Also tauschen wir doch einfach die Bilder aus. Ja. Weg damit, genau. Ja, Wechsel. Wechsel. Ja. Ja. Gibt es denn so verschiedene Rituale, die du täglich machst, oder lebst du einfach so, wo du sagst, ich bringe das Gefühl trotzdem irgendwie mit rein? Es gibt Rituale, die ich jeden Tag mache, auf jeden Fall. Also, ich verbinde mich jeden Tag mit den Dimensionen. Also ich arbeite mit der Lichtsäule, also mit der Energie der fünften Dimension. Also ne, werden alle schon mal was gelesen haben, dass wir eigentlich im Moment, also dass die Schwingung auf der Erde von 3D auf 5D erhöht wird. Also dass wir halt mehr in die Liebe gehen. Sehr viel mehr bedeutet das ja nicht. Dass wir sehr viel mehr in die Möglichkeiten gehen. Dass wir sehr viel mehr zulassen, dass das alles gar nicht so gruselig ist und schlimm ist, dass wir uns mit guten Gedanken beschäftigen. Und das mache ich jeden Tag. Ich lasse jeden Tag, verbinde ich mich mit der Mutter Erde und ich verbinde mich mit der Göttin Isis, die Göttin der Liebe ist. Und das mache ich, das geht ganz schnell, das mache ich mit Atmung. Ne? Das sind 3 Atemzüge und wo man halt wirklich merkt, dass halt die negative Energie abfließen kann. Das ist etwas, was ich auf jeden Fall jeden Tag mache. Ich beschäftige mich jeden Tag mit Affirmationen und zwar mit meinen eigenen. Also nicht mit irgendwas, wo ich mir auf einen Zettel schreibe oder mir ein Kurs gesagt hat, ich bin gesund oder ich bin reich, ich bin glücklich, weil das Unterbewusstsein halt ganz, ganz schnell sagt, nee, also ich merke doch, du bist doch gar nicht reich. Ne? Ich habe doch gestern eine Rechnung gesehen oder so, also was auch immer das ist. Und forme das halt wirklich in Affirmationen um, weil ich denke, das ist das Kraftvollste, was man tun kann in der Beschäftigung mit sich selbst. Also in Affirmationen, die ich wirklich spüre, wo ich in ein Gefühl reingehen kann. Und ich gehe wirklich in dieses Gefühl. Wenn ich jeden Tag auf meinem Zettel stehen habe, ich bin frei, ich bin frei, ich bin frei, dann fühle ich das. Oder ich bin die größte Liebe meines Lebens.
ich bin tief verbunden mit meinem hohen Selbst, dann spüre ich das. Und das gilt es zu erarbeiten. Und damit beschäftige ich mich jeden Morgen, jeden Abend. Und ich beschäftige mich auch mit den Bildern, die dann kommen. Also ich nehme mir die Zeit, dass ich tatsächlich mich anbinde. Was ist das? Anbinde an mein hohes Selbst. Ja? Wie macht man das? Indem man es einfach macht. Also Vertrauen, Glauben. Sagen, ich verbinde mich mit meinem hohen Selbst. Und dann mal diese ganzen Gedanken nicht haben, das geht doch gar nicht oder was soll denn das, sondern einfach mal gucken, was da kommt. Und immer bewusster halt werden, dass welche Stimmen sprechen in mir, welche Bilder sehe ich wirklich, welche Gefühle spüre ich. Ich bin sehr fühlig, also dass ich dann Gefühle bekomme. Und dass ich weiß, okay, da geht's lang. Das ist der richtige Weg. Das soll es mir zeigen. Und damit beschäftige ich mich jeden Tag. Also wir essen jeden Tag. Ich gehe davon aus, dass du jeden Tag die Zähne putzt, oder? Eure Kims. Das ist ein Ritual und das andere darf auch ein Ritual sein. Und je nachdem, wie wichtig ich mir bin, mache ich das auch. Mache jeden Tag eine Yoga-Übung, mal mehr, mal weniger. Ich versuche jeden Tag Sport zu machen. Okay, ich schaffe es nicht jeden Tag, aber immer wenn ich es mache, geht es mir gut. Und ich hole mich halt immer wieder zurück. Also man merkt ja, je bewusster man sich mit sich selbst beschäftigt, merkt man halt, wann man wieder abdriftet, wann komische Gefühle kommen, weil jeder Gedanke ist ja wie so ein Loop. Ja? Es kommt ein Gedanke in den Kopf, ja? Dann kommt ein Gefühl. Und wenn dieses Gefühl da ist, gibt es eine Handlung oder es gibt halt keine. Also wenn ich Angst habe, dann mache ich nicht das, was ich denke, was ich eigentlich zu tun habe. Und dann gibt es aus der Handlung ein Ergebnis. Also entweder ich habe das dann gemacht und ich habe hier so ein Interview gemacht oder ich habe was geschrieben oder ich weiß nicht, was die Menschen hier vorhaben. Ich habe es wirklich gemacht und habe eine Erfahrung darauf gemacht, dass das gut gelaufen ist und das nächste Mal kommt ein anderer Gedanke. Oder ich bleibe in diesem Loop, ja. Ich habe es halt wieder nicht gemacht. Ich bin wieder abgebogen, ja. Ich hatte eine Ausrede oder mein Verstand oder mein Unterbewusstsein hat mich halt davon weggezogen, weil das Unterbewusstsein will uns ja nichts Böses, Ines. Also das ist wie so ein Bodyguard oder so ein schwerer Elefant, der halt 95% über uns Macht hat. Und das Unterbewusstsein sortiert halt nicht nach Erfüllung oder da geht's lang, das ist ein schönes Leben, sondern einfach nur nach bekannt oder unbekannt. Und alles, was unbekannt ist, ja, wenn in deinen Kopf kommt, irgendwann wird das passiert sein. Ich mache so einen Online-Kongress, ja. Ja, dann kommt das Unterbewusstsein und sagt, map, 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 kenne ich nicht, ist gefährlich, da wirst du vielleicht sterben, also machst du das nicht. Weißt du, also das sind so die Mechanismen, die halt in uns ablaufen. Und 95%, also wir sind nur zu 5% bewusst und zu 95% ununterbewusst. Und wenn man das halt mal so verinnerlicht, dann weiß man, warum man einen geilen Gedanken hat. Ich mache eine Diät, ich möchte ein Business machen. Ich spreche die Frau an, den Mann an. Ich rufe den jetzt einfach an. Und dann wird man wieder zurückgezogen. Und dann versteht man halt, warum mache ich das eigentlich nicht? Ja, du machst es nicht, weil du immer wieder zurückgezogen wirst. Und weil das so unheimlich stark ist. Und wenn einem das bewusst ist und wenn man sich diese Muster bewusst macht, dann wird man halt immer aufmerksamer. Und man kann halt immer besser sehen, was, also fühlen, sehen, hören, was da gerade mit uns passiert. Und dann kann man halt sagen, hey, es ist in Ordnung, du hast mich bestimmt schon vor vielen beschützt, aber ich möchte jetzt genau da lang. Ich nehme dich an die Hand und wir beide schaffen das. So, ne, so als Rundes zu sehen, weil ne, es ist ja immer so ein großes Ganzes. Es gehören halt so viele Teile dazu. Ne? Naja, man weiß ja auch nie, was dann passiert. Also ich sag mal, man darf, also man lässt sich dann vielleicht irgendwann nicht mehr zurückziehen, wo man sagt, okay,
Also ich sag mal, ja, gerade weil du den Kongress angesprochen hast, ich habe das, ja, das war für mich auch so ein Sprung ins kalte Wasser. Und wenn ich gewusst hätte, vor was für Herausforderungen mich das stellt und was alles kommt, dann wäre ich nicht gesprungen. Zum Glück wusste ich es nicht. Never ever, genau. Aber das ist halt so die, das ist das Wunderbare, das, was dann halt nicht wissen, weil wir so schnell gehandelt haben. Wir machen es einfach. Und wenn wir es gemacht haben, das ist wie wenn du dich entscheidest, hey, ich baue ein Haus, ich kaufe ein Haus oder ich bin jetzt nun mal schwanger, ja, dann passiert das einfach, ja. Weil da fragen wir ja auch nicht. Aber das sind halt Sachen, die alle machen, ja. Alle, also viele, nicht alle, aber viele kaufen sich irgendwas. Und da weiß man, aha, die breite Masse hat das irgendwie geschafft, dann werde ich es wohl auch schaffen, ja. Mit einem Online-Kongress oder mit einem eigenen Business oder als Frau auf einer Bühne zu stehen oder also wirklich Weiblichkeit zu spüren und zu leben, ist das was anderes. Und ja. Das ist das, ne, so diese Erfahrung, die wir machen dürfen. Und auch nur durch diese Erfahrung kommen wir ein Stückchen weiter, weil das Unterbewusstsein, das ist ja auch nicht blöd. Also das lernt ja. Oh, jetzt hat sie einen Online-Kongress gemacht, jetzt macht sie einen zweiten. Dieses Mal wird halt das Unterbewusstsein oder überhaupt diese Blockade nicht so schwer gewesen sein, weil du hast eine Erfahrung gemacht. Ja? Dann kommt ein anderer Gedanke. Hey, ich habe nur gutes Feedback gekriegt. Ja? Ich habe so tolle Menschen kennengelernt. Und schon kriegst du andere Gedanken, du kriegst andere Gefühle. Ja. Weißt du, ich meine, das ist ja nicht so, wird kann man auch sagen, die Komfortzone. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das halt immer wieder zurückgeht und so bleibt, sondern ja, es weitet sich. Und so dürfen wir halt durch unsere Erfahrung halt ja, unser eigenes Leben weiten, weil alles ist möglich. Jeder hat was Fantastisches zu geben. In jedem steckt so viel, egal ob irgendjemand das so ähnlich schon macht wie du. Ja, es gibt schon, ich weiß nicht, wie viele Bücher. Es gibt auch Unmengen Kongresse und es gibt alles. Toll. Ja. Genau, es gibt so viele Kongresse. Hm. Oh, es gibt so viele Coaches, es gibt so viele Pferdetherapeuten oder was weiß ich. Aber du bist ganz einzigartig. Und du machst es auf eine ganz besondere Art und Weise. Und dann, wenn du dir da vertraust und genau diesen Weg gehst, dann werden sich Türen und Tore öffnen. Ja. Das heißt ja nicht, dass die Ängste dann nicht mehr da sind, aber die sind nicht mehr stark. Sie kriegen nicht mehr die Übermacht. Ja? Du hast es schon mal gemacht oder hast es schon mal geschafft. Also mir fällt es heute oftmals noch schwer, stockfremde Menschen anzusprechen oder anzuschreiben und zu sagen, hey, hallo, ich hätte dich gern beim Kongress dabei. Ja? Das sieht immer alles so leicht aus. Oder manchmal hat man auch ganz schönes Herzbubbern noch vor dem Interview und wird das alles. Und ja, das ist... ich habe immer das Gefühl, man wächst an seinen Aufgaben. Ja? Und da hat man wieder was geschafft und sagt, wow, und das ist so gut geworden und jetzt können wir wieder was Tolles in die Welt raustragen. Und das finde ich so wichtig und so schön. Und ja, und ich freue mich dann auch, dass dann auch Menschen auf mich zukommen, wie ich dir jetzt vorab schon erzählt habe, dass ich die Partnerschaft mit Evoflix eingegangen bin. Ja, das Netflix für Wissen von Wahnsinn. Für Persönlichkeitsentwicklung, ja. Und wer das nutzen möchte, der kann es nutzen, solche Sachen. Und das hätte ich mir vorher nie träumen lassen, dass es überhaupt sowas gibt. Gut, die Plattform ist jetzt alles relativ neu, aber dass die Menschen auch wirklich auf mich zukommen und sagen, hey, wir würden gerne den Kongress bei uns archivieren, dass jeder darauf zugreifen kann und immer auf das Wissen, dass es nicht irgendwo verschollen geht. Ja, oftmals ist es ja so, die Kongresse laufen, haben unheimlich viel Wissen ausgegeben und dann ist es irgendwo verschollen, ja. Und deswegen finde ich das gut, dann kann dann jeder gucken nach seiner, wo er gerade reinpasst, in welche Facette, wo er danach sucht, was er möchte und kann sich genau dort Input holen, sich wieder an dem großen Buffet bedienen und sagen, okay, und was passt zu mir? Bloß wichtig ist es auch, dass wir uns nicht ständig an irgendwelchen Buffets bedienen, sondern dass wir auch ans Tun kommen. Das ist, das ist ganz weil wichtig. Weil wir sitzen jetzt nur hier und es kann nur zu Evoflix, weil du gemacht hast. Ja. Also weil du halt wirklich deinen Weg halt mit dem ersten Schritt angefangen hast. Und ich denke, das ist halt eine Entscheidung zu treffen. Wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, okay,
ich mache das jetzt einfach. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht, aber ich mache es jetzt und ich fange jetzt an. Genau. Ich fange jetzt in kleinen Schritten an, weil sonst wäre das niemals dahin gekommen. Und ich denke, das ist so die eigentliche Botschaft, ne? Ja, und wenn du dich nie getraut hättest, mit deinen tollen Texten auf Facebook zu posten, dann hättest du wahrscheinlich auch nie den Mut gefunden, wirklich jetzt ein Buch zu schreiben. Ja, also, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ja, du hast so viel tolles Feedback gekriegt, wo du dann gesagt hast, ja doch, ich habe was zu geben. Es gibt zwar schon Unmengen von Büchern, aber ich habe ganz, ganz viel zu geben. Genau. Ja. Genau das ist es. Genau das ist es. Und also wenn ich euch sage, dass das, also es gibt ja viele tolle Übungen, die man machen kann. Und man kann so in die Kindheit gehen und man kann sich wirklich fragen, hey, was hast du da gewollt? Wer wolltest du da werden? Was wolltest du da für einen Beruf ausüben? Wovon hast du geträumt? Und bei mir ist das total klasse, weil ich wollte immer ein Buch schreiben. Ich wollte immer auf Bühnen stehen. Ich dachte, ich singe. Ich kann aber nicht singen. Also auf jeden Fall nicht so gut. Es gibt sehr viel bessere. Und ich wollte Lehrerin werden. Ja? Komisch, dass mein Leben sich erst gedreht hat, seitdem ich genau diese Schritte gehe. Eine Mentorin ist auch eine Lehrerin. Und ich habe immer nur gekannt, es gibt nur eine Lehrerin. Also sowas, was wir kennen. Ja? Ja. Und ein Buch schreiben bedeutet ein Roman schreiben, weil ich natürlich früher ganz viele Romane gelesen habe, so als Kind und Teenager. Aber es gibt auch was anderes. Also es gibt nicht nur Romane. Und auf einer Bühne zu stehen, bedeutet nicht unbedingt, dass man singen muss. Und das hier ist auch eine Bühne. Ja? Wir zwei mit ganz vielen fantastischen andere Menschen, das ist auch eine Bühne, was auch immer die Bühne bedeutet. Und ich merke halt diese Leichtigkeit seit ein paar Jahren, dass halt wirklich und wirklich halt auch den Glauben, dass alles möglich ist. Mit dem ersten Schritt, mit der Entscheidung, wirklich zu sich zu stehen, egal. Also es werden noch hunderte Inises zu mir finden, ja, die halt genau in Resonanz mit mir gehen. Und natürlich gab es auch schon Menschen, die meinen Weg halt verlassen haben. Also die ich auf diesem Weg halt, sage mal, verloren habe, ohne das so zu meinen. Weil ich bin sehr dankbar für alle, die in meinem Leben waren. Aber es kommen dann halt auch die Richtigen. Es kommen die richtigen Menschen, es kommt die richtige Energie, die richtige Schwingung. Und nur wir müssen uns das vorstellen können. Und kein anderer. Ne? Aber wir. Ich glaube, dazu gehört auch Mut, dann auch mal zu sagen zu Menschen, ja, du, es passt jetzt nicht mehr mit uns, ja. Ich habe das auch durch und das ist nicht böse gemeint, aber es passt einfach nicht. Und man merkt, wenn man zusammen ist, ist es auf einmal keine Leichtigkeit mehr, sondern eine Schwere, ja. Oder man überlegt, was redet man jetzt eigentlich? Und wenn man überlegt, was man mit einer Freundin reden muss, dann ist der Zeitpunkt gekommen, zu sagen, Schnitt. Vielleicht finden wir uns später mal wieder, aber momentan passt es nicht. Und dazu gehört auch ganz, ganz viel Mut. Aber das sollte man wirklich tun, weil sonst kann nichts Neues ins Leben kommen. Ja? Da denke ich an die Affen, die ihre Hand voll Reis da in diesen Kokosnüssen oder wo ist das immer, wie sie die fangen und dann die Hand nicht mehr aufmachen und so mit mir rauskommen und sich lieber fangen lassen. Ja? Und wenn wir nicht aufmachen die Tür, dann kann auch nichts Neues reinkommen. Und natürlich gehört auch dazu, dass jemand durch die Tür rausgeht. Ja. Das ist so und es gehört natürlich auch, also da fällt mir noch was Schönes ein, also weil du sagst Hände, die Hände wieder frei zu haben, ja, und das Herz auch wieder frei zu haben, also Menschen, Situationen und vor allen Dingen halt auch Geschichten loslassen zu können, das ist natürlich auch ein ganz, ganz Riesenpunkt, weil der eigentliche Schmerz, den wir erleben, weil wir abgelehnt wurden, weil wir verlassen wurden, weil dich ein lieber Mensch verlassen hat, der dauert genau 5 Sekunden. Brrrt, ist er durch. So, und dann fängt die Geschichte an. Und dann erzählen wir uns die Geschichte, wie schlimm, was jetzt passiert, wie blöd das ist. Und ich will das nicht runter machen. Also das sind, ich habe das ja selber schon erlebt, das sind körperliche Schmerzen. Und man denkt, man kommt da nicht wieder raus.
Aber wir kommen daraus, indem wir uns entscheiden, daraus zu kommen und halt wirklich sagen, wir machen da jetzt nicht weiter. Wir sind dankbar für das, was wir erlebt haben, weil es uns ein Stück weitergebracht hat, weil wir damit gewachsen sind, weil wir mit diesen Menschen halt auch so viele Jahre, so schöne Jahre hatten. Und nicht halt nachtreten oder ewig halt weinen. Und es hat da auch ganz viel wirklich mit Loslassen zu tun. Also Menschen halt auch so sein zu lassen, wie sie sind. Menschen auch in ihrer Entwicklung zu lassen, da wo sie sind. Ich habe auch schon einen Mann losgelassen, den ich immer noch unendlich in meinem Herzen trage. Wo es aber für ihn und halt auch für mich besser ist, wenn wir halt im Moment nicht aneinander rumzerren und im Moment halt nicht versuchen zu schubsen, zu treten oder zu schieben oder hinterher zu ziehen oder was auch immer. Und die Gewissheit halt zu haben, was zusammengehört, kommt zusammen, was zusammengehört, findet zusammen, aber natürlich auch erst, wenn ich in dieser Energie bin. Also ne, an alle, die halt jetzt irgendwie noch den Traumpartner anziehen möchten, wenn man in diesem Mangel ist und in dieser, sage ich mal, niedrig schwingenderen Energie, ich habe ja nicht, ich bin traurig, ich weiß ja gar nicht, wie das geht, ich hätte ja so gerne, dann kommt natürlich auch nicht das, was wir haben wollen. Also wir dürfen halt gespannt darauf sein, wir dürfen vertrauen, dass das auch passiert und dann passiert das auch. Und aus dieser erhöhten Schwingung heraus, also mit mehr Energie, kommen halt auch energetisch höher geladene Menschen, Dinge, ja, dickere Autos, keine Ahnung, wenn sich das irgendjemand wünscht oder was auch immer. Also was auch immer wir uns wünschen, auch Gesundheit, ne, ist eine hochschwingende Energie. Wir dürfen alle nicht, also vergessen oder wir dürfen halt annehmen, wir haben alle Dinge schon in uns, ja, haben wir schon gehört, aber wir haben alle Dinge auch mitgebracht, die wir brauchen. Wir haben es nur vergessen durch Schmerz, durch Glaubenssätze, durch Erziehung, durch Erlebnisse, sind wir halt so verschleiert und wenn wir wirklich wiederentdecken, wie geil, also wie viel in uns steckt, wie viel Potenzial, wie viel Einzigartigkeit, dann kann es nur vorangehen, dann kann es nur leicht gehen. Und alles andere zählt nicht mehr, ist nicht mehr da, weil wir sehen das gar nicht mehr. Und so kann man natürlich auch wirklich seine Energie halten. Weil es nützt ja nichts, wenn man mal einmal so einen Peak hat, ja, hast du getanzt, hast du das gemacht, hast du Sport gemacht, hast du was essen oder hast dir irgendwas Schönes gekauft, ja, dann ist die Energie hoch und nächsten Tag ist sie wieder niedrig, naja, dann kommt natürlich auch nichts. Ne? Ja, raus aus der Vergangenheit, rein in die Gegenwart. Ganz genau. Jetzt ist jetzt und das ist das Einzige, was zählt. Ja, liebe Stefanie, ich würde das einfach jetzt als Schlusswort nehmen, weil du hast uns unglaublich viel gegeben in der Zeit jetzt. Ja, und wir lassen das jetzt alles mal setzen und komm ins Tun, hoffe ich. Na klar. Ich glaube an euch alle. Lieben Dank. Ja, liebe Aufwach-Community. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude an dem Interview mit Stefanie, wie ich es habe. Und ihr habt gemerkt, dass Stefanie eine Frau ist, die unglaublich viel geben kann und auch gibt. Und ich wünsche euch von ganzem Herzen, kommt ins Tun. Ja, und gebt uns gerne ein Feedback, was euch bewegt, wie ihr darüber denkt und wie euer Weg aussieht, wie ihr ins Tun gekommen seid. Also wir freuen uns da total darüber. Alles Liebe für euch. Ciao, Stefanie. Tschö. Danke. Lieben Dank.